Stört übelst, aber fail. So, hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Test Drive Unlimited 2 mit dem Unofficial Patch. Spielen wir auch heute weiter. Wir sind letztes Mal stehen geblieben, genau nachdem wir uns dieses Baby gegönnt haben. Ein Hummer H3. Den werden wir auch heute fahren. Ja, bitteschön. Gut. Karte. Und wir waren an der B4-Meisterschaft dran. Ne? Haben da schon zwei Rennen absolviert. Ein Hassrennen und ein Zeitrennen. Das würden wir heute weitermachen. Also nichts. Seitdem wir machen ein anderes Rennen. Genau. Wird geladen. Ja, ich muss das relativ schnell aufnehmen. Weil wir haben heute den Freitag, den 6. Juni. Und ihr solltet das morgen schon bereits zu sehen bekommen. Deshalb muss ich mich ein bisschen sputen. Was das Machen vom Video anbelangt, weil braucht ja auch noch Zeit zum Rendern und Hochladen und alles. Aber wahrscheinlich muss ein P den Computer über Nacht laufen lassen. Aber ist ja halb so wild. Habe ich schon ab und zu mal gemacht. Anfangs dachte ich mir so, ja, nee, stört übelst. Aber fail. Schlussendlich muss ich sagen, mich stört's nicht. Einmal kurz gemacht und also einmal, als ich frei hatte, habe ich es gemacht. Hat mich nicht groß gestört. Ich habe momentan sowieso voll die Schlafstörungen. Ich habe übelst lange zum Einpennen. Schlaf übelst unruhig. Ich hoffe, das wird wieder. Ich weiß nicht, woran das liegt. Ob's, weil es so ein scheiß heiß Wetter ist. Es ist momentan... Also heute war 30 Grad, morgen wird's, soll es 35 Grad werden. Ich war echt grad beschissen, bitte. Sorry. Nicht bitte. Sorry. Nein, nicht darunter, bitte. Danke. Ja, also heute war... Da Fug. Kann ich neu starten. Heute war um die 30 Grad, morgen wird es 35 Grad. Ja, ich mag die Wärme, ehrlich gesagt, nicht so. Wenn kurz. So, kurz gehustet. Ne, ich mag die Wärme echt nicht. Ich hab's lieber... So, 20, 25 Grad sind optimal. 30 gehen gerade noch, aber mehr lieber nein. Also ich gehe gerne mal schwimmen oder so in im Schwimmbad. Haben wir auch bei uns eigentlich ziemlich in der Nähe. Aber ja, ist halt. Ich ja, hab lieber bisschen kalt, bisschen kälteres Klima. Deshalb habe ich mein Zimmer auch im Untergeschoss, im Keller. Kellerkind. Genau. Nein, ich habe mein Zimmer im Keller. Hier ist es schön kühl, auch wenn draußen 40 Grad herrschen. Und im Winter doch schön kuschelig warm, weil ich hier so eine schöne Heizung habe. Wann kommt die fiese Kurve? Nachher. Ich habe so eine Infrarotheizung, die kann ich halt anmachen, wenn ich will. Und die heizt dann auf... ich kann es einstellen, zum Beispiel auf... Ich kann 17 Grad einstellen und dann wärmt er auf 20 Grad, wartet bis die Temperatur wieder auf 17 runterfällt und er wärmt dann wieder auf 20 Grad hoch. Also es wird eigentlich nie zu kalt oder zu warm. Ja, ist wirklich noch cool. Beim 100er Abo Special kann ich euch die Heizung mal zeigen. Das ist so eine... Ist ein überdimensionales Plakat, sieht es aus, ist einfach nur in Blau. Wer mich vom alten Kanal noch kennt, der hat sowas schon gesehen. Genau. Hat das schon gesehen, aber ich kann sie nochmal zeigen, weil beim 100 Abo Special haben wir uns ja vorgenommen, dass jeder sein Zimmer bzw. sein Equipment auf jeden Fall zeigt, dass wir halt zeigen, wo wir zocken. Oder wie wir zocken.
Und ja, das werden wir auch machen, ne? Das 69 Abo Special war für Martin ja nicht so der Burner. Aber das werden wir auf jeden Fall so machen. Die 100 sind ja auch nicht mehr allzu weit. Wir haben jetzt heute den aktuellen Stand des 72 Abonnenten. Also für euch gestern. Sind 72 Abonnenten. Das finde ich echt cool. Also ist nicht zu unterschätzen. Klar, wäre schön, wenn noch ein paar mehr dazu käme. Deshalb erzähl es euren Kumpels, euren Nachbarn, euren Haustieren, euren Omis, euren Opis, allen davon von unserem Kanal. Nee, Spaß. Also wenn ihr Lust habt, könnt ihr es gerne machen. Nee, wir haben ein ganz klares Ziel, dass wir halt mal einem Gaming-Netzwerk beitreten. Und ja, das wäre wirklich cool. Nicht wegen dem Geld, einfach weil wegen den Rechten auch. Klar, Geld ist so eine Nebensache, weil ehrlich gesagt, ich hätte es, ja, wäre schön, hab's aber nicht unbedingt nötig, weil ich bin jetzt in Ausbildung, verdiene mein Geld selber. Ist zwar nicht ein Riesenbetrag, aber es reicht zum Leben. Ich wohne noch zu Hause, von dem her habe ich nicht allzu große Ausgaben. Nur die Hälfte des Monatslohns geht bereits schon drauf für Sparen und ich gebe zu Hause auch noch ein bisschen Geld ab, meine Eltern, einfach fürs Wohnen, fürs Waschen, Essen, alles. Gebe ich was zu Hause ab, finde ich ehrlich gesagt nicht mehr als fair, weil ja, sie haben 15 Jahre in mich investiert, ohne dass irgendwas zurückkam. Geldmäßig. Und ich fand es an der Zeit, dass ich ihnen was zurückgebe. Klar, ich könnte ihnen das niemals zurückgeben, was sie mir gegeben haben, aber wenigstens einen Teil des finanziellen Teils. Könnt ihr mir mal gerne in die Kommentare schreiben, wie ihr das so macht, wenn ihr schon verdient oder ob ihr wisst, wie ihr das in Zukunft macht. Wenn ihr dann in der Ausbildung seid, arbeitet und noch zu Hause wohnt, ob ihr dann noch zu Hause was abgeben müsst oder wollt. Bei mir war es so ein müssen wollen, also meine Eltern kamen als Erste an, haben gesagt, du Jungchen, jetzt verdienst du Geld, jetzt gib ab, ne? Muss ich eher sagen, wäre für mich selbstverständlich gewesen, dass ich was abgebe. Ups. Weil ja, eine eigene Wohnung wäre bedeutend teurer. Ich gebe jetzt 200 Franken im Monat ab. Das ist nicht die Hälfte meines Monatslohns, nein. Ich tue noch mal was aufs Sparkonto. Ich sage euch nicht den Betrag, damit ihr es nicht ausrechnen könnt. Nein. Könnt ihr mir gerne in den Kommentaren schreiben, wie es bei euch ist. Ob ihr was abgeben müsst oder wollt oder werdet oder wie es bei euch so ausschaut. Fände ich noch interessant, weil ich habe einen Haufen Kumpels, die machen es genauso. Die geben auch was zu Hause ab. Ich habe einen Kumpel, der gibt alles ab. Den ganzen Monatslohn und behält sich ein kleines Taschengeld eigentlich für Ausgang und so. Was kleines. Also nein, nicht alles. Er gibt 90% seines Monatslohns ab. Er behält, glaube ich, 150 Franken oder so. Also 90% ist einfach so. Nicht fest ausgerechnet oder so. Der gibt eigentlich fast alles ab. Das finde ich wirklich krass. Also bei meiner Mutter war es so, mein Großvater wollte erst, dass sie alles abgibt und sie bekommt eine... Also ich erzähle kurz aus der Vergangenheit, wie es mit meiner Mutter war. Sie musste auch so etwas abgeben. Und mein Großvater meinte, sie könne alles abgeben und sie bekäme dann ein Taschengeld von meinen Großeltern. Waren sie natürlich nicht einverstanden, also meine Mutter war damit nicht einverstanden. Völlig berechtigt, wäre ich auch nicht. Muss ich ganz ehrlich zugeben. Und ja, man hat sich dann geeinigt. Bei mir, wir haben es eigentlich mit relativ schnellen Verhandlungen, Anführungsschlusszeichen, dann uns festlegen können.
Weil für mich war es eigentlich von Anfang an klar, dass ich was abgebe, wenn ich wieder verdiene. Auch dieses Jahr, wenn es wieder eine Lohnerhöhung gibt, da ich ja ins nächste Ausbildungsjahr komme, gibt es auch mehr Cash. Dass wir da neu falschen können, was ich jetzt neu abgebe. Eben, schreibt es mir in die Kommentare, wie es bei euch so ausschaut. Wie es bei euch aussieht oder aussehen wird. Wenn ihr verdient, würde mich echt interessieren. Ups, sorry. Würde mich echt interessieren. Moment. So, wieder da. Es war ein Abflug. Genau. Ne, schreibt mal in die Kommentare, wie das bei euch so ausschaut oder ausschauen wird eben. Würde mich wirklich mal interessieren. Aber gut. Ich mache jetzt hier einen Cut, bemerke es nämlich Essen. Lecker. Und dann mache ich kurz einen Cut und dann sehen wir uns gleich wieder. Bis nahe. Tschö. So, willkommen zurück. Frisch gestärkt geht's jetzt weiter mit diesem Rennen. Ich sollte immer noch hochschalten. Genau. So. Fertig zum Mittag gegessen. Zu Abend gegessen. Mittagessen um 20 Uhr, wäre ein bisschen spät. Gut, da ich Spanier bin, wird es niemanden stören. Nee, in Spanien ist ja echt so. Da ist man übelst spät zu Mittag. Also eigentlich normal ist um 2, also 14 oder 15 Uhr. Und zu Abend ist man dann meistens so 22, 23 Uhr. Ist für Spanien ehrlich gesagt ganz normal. Und Frühstück so um, schon eher unsere Zeit, so 9 Uhr, 10 Uhr, etwa so. Aber die haben ja auch die Siesta. Fiesta ist das Auto, Siesta. Siesta nennt sich das Ganze. Ich habe nie in Spanien gewohnt, fragt mich nicht solche Sachen. Wir haben ja Siesta. Von 2 Uhr bis 4 und dann gehen sie nochmal arbeiten. So viel ich weiß. Genau. Genau. Ja. Aber frisch gestärkt geht's jetzt weiter. Gab leckere Pizza. War zwar fertig Pizza, aber schmeckt auch. Und Salat. Ja, Gamer essen Salat. Ihr habt das nicht. Physik hat Feierabend, ne? Ich muss rechts rum. Komm, zieh, mein kleiner, zieh. Nee, also ab und zu mache ich echt wirklich gern Salat. Jetzt vor allem im Sommer. Zu Mittag, ich nehme immer was zum Mittagessen mit, weil es halt einfach viel günstiger. Nehme ich gerne mal einfach so ein bisschen Salat mit, weil ist was Leichtes. Und wenn die Soße schmeckt, ist Salat auch lecker. Ich sehe sie jetzt schon. Ist wurscht. Ich sag's besser nicht. Nein, ich lasse es. Muss mich zusammenreißen. Boah, deshalb bin ich böse, wenn ich auch stoßen muss. Bremsen. Komm schon, den catchen wir noch. Bam. Busch platt gemacht. Buschmann. Ja, geschafft. Au, der ist mir noch ins Heck gefahren. Danke. Boah. Und ich glaube, dann gehen wir schon ans letzte Rennen, ne? Aber das ist noch nicht die B4 Elite. Mist. Müssen wir noch die B4 Elite machen. Scheiße. Ja gut, machen wir es heute auch noch. Dann können wir nachher schauen wegen der neuen Behausung und danach wegen dem Asphaltauto. Wer wird heute der Gewinner sein? Wetten Sie mit.
Genau, weil wir haben ja immer noch keine Asphalt Meisterschaft gemacht. Geschweige denn die Schule dafür. Müssen wir uns ja noch ein Auto kaufen. Wir haben ja gesagt, kaufen uns den Mustang. Ein V6 Premium. Hieß der, glaube ich. Ja, hier merkt man es, der V10 TDI in diesem Touareg, der zieht schon ein bisschen mehr an als mein Hammer. Aber, ja, ist halt... Also wenn wir den gewinnen, was wir ja tun werden, weil wir werden Ryan besiegen, werden wir auf jeden Fall auf den Touareg behalten und den kleinen Hummer, den Hammer hier verkaufen. Aber der Touareg war mir einfach zu teuer. Touareg, ja, ist Geschmackssache. Es ist kein schlechtes Auto. Haben der Motor, finde ich, geil. Aber das drumrum, Karosserie ist nicht so mein Fall. Ja, vor allem hier den Berg hoch merkt man den trägen Benziner. Da hat der Diesel natürlich mit seinem höheren Drehmoment ein bisschen die besseren Karten. Das ist das einzig Geile, was ich an einem Dieselantrieb wirklich geil finde. Denn Dieselmotor hat einfach viel mehr Drehmoment, kommt viel besser aus dem Quark als ein Benzinmotor. Also meisten Benzinmotor, ohne Turbomotor. Ne? Ein Turbomotor, Benziner hat natürlich genauso ähnlich viel Drehmoment. Weil Drehmoment ist das, was Spaß macht. Nicht PS, nein. Auto kann noch so viel PS haben, wenn kein Drehmoment da ist, dann macht es keinen Spaß. Ja, ich rude hier ein bisschen umher mit meiner Haarschaltung. B4 Elite verfügbar. Ja, ja, passt, weiter. Nö. Zurück zum großen Gewinner des Tages. Die Wilder-Brüder kochen vor Wut. Unser neuer Herausforderer hat die Meisterschaft für sich entschieden. Unsere besten Glückwünsche. Unser Auto ist dezent dreckig. Nur dezent. Oh. K-Trim Superlight. Kein Bock. Ihr wollt mich nerven, ne? Ihr wollt mich echt verkackeiern. Aber mal so richtig. Schaut mal, wo wir hin müssen. An Popoloch der Welt. Jetzt aber... Ach komm. Nehmen wir den Weg auf uns. Moment, erstmal noch Markierung setzen wäre vielleicht noch ein bisschen intelligent. Ziel GPS. Und dann können wir... So, hier, ja, genau, bitte, hier hingehen. Motor an. Ich muss hier kurz noch was gucken. Sind hier Häuser? Auch nicht, okay. Dann passt das. 100. Mir ziemlich wurscht. Tempobegrenzung ist mir ein bisschen Wumpe. Ups. Ja, können wir auch mal so fahren. Ja, 10 Kilometer. Ich trete das Gas schon in die Öl. Bis in die Ölwanne. Man merkt vielleicht nicht viel davon, aber... Pedal ist unten. 202, 204, 207, 208, 210. Geht's ein bisschen den Berg runter. Ist ein bisschen schneller. Kurve. Enge Kurve. Noch engere Kurve. Sprung. Oh. Geronimo. Gerade noch den Gewinn einfahren. Sorry, Bro. Ich
glaube, das hier ist das, was ich gesucht habe. Weil ich suche nach einem bestimmten Ort. Nein, nicht hier. Doch. Nein, doch. Nein. Nicht geschaut. Sorry. Können wir schon mal Audis kaufen? Das Radio, ne? Habt ihr jetzt gerade dem Radio zugehört? What the fuck? Was hat der Programmierer dieses Radios bitte genommen? Bitte. Ich will nichts von. Sagt mir nur, was es war. Was ist das? Oh, Waschanlage. Kann ich euch sonst auch mal noch zeigen? Ist witzig. Eine Waschanlage ganz nach Martins Geschmack. Nee, aber wenn ihr jetzt gerade dem Radio zugehört habt. Was hatten die Jungs geraucht und die Mädels geraucht, die dieses Radio gemacht haben? Was? Bitte. Ja, ich drehe das Gas übrigens wieder durch. Man merkt nicht viel. Ja, das Auto ist keine Leistungsgranate. Offroader. YOLO. Wir haben einen Offroader, das geht. Au, au. Da war nix. Es war keine Hitbox. Die Hitbox war ein bisschen fail. Bedeutend kürzer dieser Weg und interessanter ist er auch sehr sogar. Ja, danke, danke. Ja, schalt doch, mein Gott, ey. Menschenskinders, alles muss man selber machen. Bei dem Schaltwagen übrigens wirklich. Sie haben perfekt. Hallo zusammen. Hallo. Ist klar, Bro. Okay. Heute treffen wir uns mit den Wilder Brüdern bei ihren Trainingsläufen, bevor der nächste Wettbewerb der Solar Crown losgeht. Habt ihr gesehen, wie der eingeparkt hat? Der Sieg gehört uns! Diesmal sind wir bereit! Der Sieg gehört uns! Wovon träumt ihr nachts? Wovon träumt ihr nachts? Mein Gott! Meine Stimme ist heute auch ein bisschen für ein Popo. Yes! Wir haben kein Eliminatorrennen! Buja! Aber das war jetzt übelst realistisch, ne? So wie der eingeparkt hat und befahren ist. Also, mach ich auch in den Tag so. Die Zeit verrinnt, wir müssen uns beeilen. Treffen wir die Rennanwärter für diese Herausforderung gegen die Zeit. Weil mein Motor klingt nicht so cool wie der, ne? Der Motor von denen klang nach 200 PS mehr. Die diesem Auto echt gut tun würde. Na gut, die danach folgenden Autos werden deutlich mehr Dampf unter der Achse haben, unter der Haube, besser gesagt. Beziehungsweise das auch umsetzen können. Ich weiß nicht, wie viel PS der hat. Der hat wahrscheinlich auch genügend PS, nur es ist ein SUV. SUVs sind so ein bisschen schwerfällig, was das anbelangt. Oh, habt ihr das gesehen? Oh. Maestro. Nein, ja, ist halt ein SUV, die können das nicht so super umsetzen wie halt ein Sportwagen. Aber für das sind die ja nicht gedacht, ne? Die sind für geländiges Die sind für Gelände gedacht, nicht für Rennstrecken.
Deshalb ist es ganz okay. Beziehungsweise, aber, naja, was mit den heutigen SUVs, die es heutzutage gibt, will ich nicht wirklich in Hardcore-Gelände unterwegs sein. Mit den meisten, weil, ja, die meisten sind so, möchte gerne SUVs. Die ganzen GLA und X1 und alles sind so, ja, so ein Geländewagen für die Stadt. Dass man so ein bisschen eine erhöhte Sitzposition hat, sagen kann, ja, hier, guck mal, ich habe ein SUV. Aber wirklich geländegängig, nee. Also das hier ist für mich kein Gelände. Das ist ein bisschen Feldstraße, das kann man auch mit einem Subaru Impreza. Oder auch mit einem Golf. Nicht R. Ohne Allrad. Ja, aber wenn es dann halt ins größere stärkere Gebiet geht, wo es halt dann auch halben Meter Schlamm oder Wasser, Pfützen gibt und Riesensteigungen, da viele SUVs, denke ich, werden da ihre Mühen haben. Der SUV, der mir richtig gut gefällt, ist der neue Range Rover. Der Range Rover, der hier im Spiel implementiert ist, der gefällt mir gar nicht. Der hat mir nicht gefallen. Aber der aktuelle Range Rover ist einfach so... Es wurde designmäßig ein bisschen was gemacht. Nicht viel, aber genau so viel, dass es für mich eigentlich ein geiles Auto wäre. Also ich finde den neuen Range Rover Sport echt geil. Vor allem... Der Range Rover ist eines der wenigen SUVs, die auch noch Gelände können. Also ich bin mal mit so einem Ding mitgefahren. Mit einem Typen, der das echt braucht, weil der arbeitet als Förster und alles. Der muss über Stock und Stein zum Auto drüber kommen. Und ja, der kam so einigen Bergpass hoch, wo ich dachte, wir bisschen knapp, wir bisschen eng da vorne. Aber... Es war dem sowas von egal, der einfach und oben. Vor allem, ja, es ist... ...auf der Startgeraden werden gestartet. Letzte Momente der Erwartung, bevor der Kampf um die Spitze beginnt. Was für Überraschungen wird die Solar Crown diesmal für uns bereithalten? Jo. Nee, es ist halt ein britisches Auto. Die Briten sind ja eher so ein bisschen auf, Luxus und ein bisschen edel ausgebaut, nicht so auf Kackehau-Modus und protzig und überhaupt. Beispielsweise heute ich arbeite in einem Laden, Verkäufer. Vor unserem Laden stand heute 2 Stunden lang ein Bentley Continental. Ja. Es ist ein geiles Auto, muss ich sagen. Also es ist, also Kumpel hat mir gesagt, es sieht aus wie ein Ei. Hat was. Aber es ist ein schönes Ei. Nee, also ich finde wirklich, Bentley oder generell die britischen Marken machen es wirklich super. Das sieht gut aus. Schön edel mit einem sportlichen Touch bei den Autos, die es nötig haben. Das ist halt wirklich... passt. Also ich finde die neuen Bentleys wirklich schön. Außer das, was ein Besitzer aus Zürich gemacht hat. Ich gehe in Zürich zur Schule und also Berufsschule und sehe ab und zu einen Bentley, eines Bentley-Fahrers. Wer hätte es gedacht? Und das Ding ist pottenhässlich. Nicht der Bentley, an und für sich die Hallo Wand. Nicht die Form, sondern die Farbe. Einen himmelbabyblauen Bentley. Bitte, wer tut einem Bentley das an? Ein Bentley muss silber, schwarz, weiß oder weinrot sein oder dunkelgrün oder dunkelblau. Bei Aston Martin dasselbe. Bitte, ein Aston Martin muss dunkelgrün oder dunkelblau sein. Es ist einfach das Klassische, was diese Autos ausmacht, finde ich.
Schwarz-Weiß. Silber geht bei einem Aston gerade auch noch. Aber ganz ehrlich, wenn ich mir einen Aston kaufen würde, wäre der dunkelgrün. Dunkelgrün gehört für mich zu einem Aston Martin wie... Ist auch nicht. Au, 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 au. Ja, rennen auch in Fritten. Nee, könnt ihr mal sagen, was ihr davon haltet? Was für euch so ein klassisches Auto ist. Ja. Mist. Das wird ein tiefer Platz. Wenn nicht sogar letzter. Vierter immerhin. Oh. Der Frontstoßstange haben wir es richtig besorgt. Platz 3. Halleluja. Müssen wir aufholen. Aber gut. Das machen wir dann erst nächstes Mal, wenn es wieder heißt Let's Play Test Drive Unlimited 2 mit dem Unofficial Patch. Für euch am Mikro war heute der Manuel. Eigentlich jedes Mal. Und ja, wenn es euch gefallen hat, würde ich mich riesig über den Daumen nach oben freuen. Und ein Kommi. Und wenn es euch ganz gut gefallen hat und ihr seid neu hier, dann lasst doch ein Abo da, wenn ihr Lust dazu habt. Und ja, in diesem Sinne würde ich sagen, danke vielmals fürs Zuschauen. Schönes Wochenende und haut rein. Bis zum nächsten Video. Euer Manuel. Tschüssikowski.